Arthur Abraham hatte in Kiel viel vor. Im 9. Kampf die 9. Titelverteidigung im Mittelgewicht nach Version der IBF. Über 10.000 Zuschauer freuten sich auf den Fight. König Arthur Abraham steigt mit der Empfehlung von 29 Siegen in 29 Profikämpfen in den Ring. Aber auch sein Gegner aus Philadelphia weist eine respektable Bilanz auf. Lauren Simon, 24 Kämpfe, keine Niederlage. Beide Boxer in der Normalauslage boxend, die linke die Führhand, die rechte die Schlaghand. Vor dem Fight hatte Abraham mehr an Abnehmen als an Boxen gedacht. 7 Kilo in 10 Tagen musste er abkochen, um das Mittelgewichtslimit von 72,5 Kilo zu erreichen. Das gelang, aber wie viel Substanzverlust ist die Konsequenz? Und wenn ich sage, noch ein Angriff in den Klopfen, dann musst du machen. Dann hast du auf einmal die ganze Runde. Jetzt wissen wir nicht, was wir machen. Ist egal. Der Amerikaner in Europa relativ unbekannt, mit Reichweitenvorteil. Er ist 7 Zentimeter größer als der amtierende Weltmeister. Und der deutet in der 2. Runde erstmals seine Klasse an. Abraham gewohnt abwartend, aber im richtigen Moment explosiv. In der 3. Runde, dann macht Abraham ernst, schickt seinen Gegner auf die Bretter. Viele rechnen mit einem vorzeitigen Ende, aber unglaublich, wie der Amerikaner die Wirkungstreffer wegsteckt und im Kampf bleibt. In der 2. Kampfhälfte ist Lauren Simon aktiver. Er überrascht seinen Kontrahenten mit schnellen Händen, aber Abraham ist dennoch Herr der Lage. 2 harte linke Hände treffen den Weltmeister in der 8. Runde. Abraham dabei nicht ganz konzentriert. Aber das ändert sich. In den letzten beiden Runden muss der Amerikaner mehr einstecken, als ihm lieb ist. Der Weltmeister baut seinen Vorsprung aus. Die Fans begeistert kommen voll auf ihre Kosten. Simon, gezeichnet von den Schlägen, sieht mit dem linken Auge immer weniger. Und dann ist der Fight vorbei. Auch ohne einen vorzeitigen Sieg hat Abraham überzeugt. Wichtig ist, dass ich gewonnen habe. Und es gibt nichts Schönes, bei vor 10.000 Menschen so einen glücklichen Sieg zu feiern. 118 zu 109, 117 zu 110, 117 zu 110, das eindeutige Votum zugunsten des alten und neuen Weltmeisters Arthur Abraham. Wie soll seine Karriere weitergehen? Eine höhere Gewichtsklasse ist in naher Zukunft ein Thema. Aber natürlich, bald werden wir in Supermittelgewicht einsteigen und erstmal muss ich warte nur auf Kelly Pavlik, bis ich mal eine Chance bekomme, in Amerika zu boxen um den Superchamp-Titel. Und dann ist alles vorbei. Dann gehe ich eins höher.